Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Wie heißt es? Nicht Horizon Zero Dawn. Ah ja, Gegnertypen sind ganz ähnlich, ne? Generation Zero. Ah, es ist so verwirrend, ne? So verwirrend. So viele Spiele, die so ähnlich sind oder klingen. Generation Zero, Ground Zero. Wie hieß das gleich nochmal mit Zero Dawn? Genau. Und wie hieß das mit dem Schwein und der Ente? Das hatte, glaube ich, auch irgendwas mit Zero im Namen oder so. Warum? Und Resident Evil Zero. Warum müssen alle Zero heißen? Ist Zero plötzlich so eine coole neue Zahl oder so? Jede Zahl will heutzutage immer Zero sein. Yakuza Zero. Mehr Spiele mit Zero fallen mir gerade nicht ein, aber die gibt es garantiert. Mega Man Zero. Moment, gibt's das? Oder habe ich das gerade erfunden? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt Mega Man X, das ich früher immer Mega Man 10 genannt habe. Nein, wartet mal. Ich glaube, ich erinnere... Ja, ich habe das schon immer Mega Man X genannt. So war es nämlich. Und ein Freund von mir hat dann immer gesagt, nein, das heißt 10, weil 10X ist römisch für 10. Und ich habe immer gesagt, ja, das weiß ich, aber trotzdem heißt das Mega Man X. Und der hat es mir nicht geglaubt. Der hat immer behauptet, ich bin doof, weil ich nicht weiß, dass das römische 10 ist. Und ich habe immer gesagt, nein, das heißt aber X. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, woher ich die Information hatte. Vielleicht war ich wirklich nur stur und wollte wirklich nur nicht zugeben, dass ich das quasi nicht gewusst habe oder so. Keine Ahnung. Wie Kinder halt so sind. Was weiß denn ich? Aber auf jeden Fall hatte ich recht. Letztendlich. Und darum geht's. Ha! Den werde ich heute jetzt dann nach dem Let's Play, werde ich den gleich anrufen und ihm das unter die Nase reiben. Weißt du, noch damals, vor 20 Jahren, wie du immer Mega Man 10 gesagt hast. Und ich habe gesagt, kann gar nicht sein, weil Mega Man ist erst bei 5 oder 4 oder so. Ich weiß nicht, wo da der Stand war. Ich hatte recht und du bist dumm. Für immer. Und alle verachten dich dafür. Sage ich dann. Das wird toll. Ich finde die Jugendlichen, die mir da spielt, sind ein bisschen zu alt. Das hätte für mich nämlich echt so ein 80er-Jahre-Jugendfilm-Flair, wenn die Protagonisten wirklich eher so Kinder wären. Ne, dann wäre das wie so ein Abenteuerfilm. Aber andererseits kann ich schon verstehen, wenn man hier so mit Waffen rumschießt und überall sind Killerroboter, das ist dann vielleicht... Da trauen sich, glaube ich, viele Videospiele noch nicht ran. Filme würden das schon eher machen. Aber Videospiele haben dann gleich wieder Angst vor riesen Killerspieldebatten, die das wahrscheinlich auch auslösen würde. Hey, ich dachte, ich habe doch gelesen, hier spawnen keine Gegner zufällig oder so und alle Gegner werden getrackt oder so Sachen. Was ist denn das da? Den haben wir schon mal getötet. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Vielleicht ist es ja ein anderer, der zufällig ist. Oh. I like this weapon. Oh oh. Ich habe ein wildes Rudel angelockt, glaube ich. Du. Das war cool. Das gibt auch zu Recht Erfahrungspunkte. Ich habe nämlich die neue Erfahrung gemacht, dass so ein Scharfschützengewehr gegen diese Hündchen echt ziemlich gut ist. Insofern habe ich auch Real-Life-Erfahrungspunkte dadurch gewonnen. Ich meine, das ist jetzt zugegebenermaßen nicht die größte Info des Jahrtausends im Videospielsektor, dass Scharfschützengewehre auf Entfernungen ganz gut gegen Gegner sind. Aber ich wusste nicht, ob das in diesem Spiel auch so ist. Jetzt weiß ich's. Es gibt schon so ein paar Videospielregeln, die schon relativ allgegenwärtig sind, oder? In den meisten Spielen. Schrotflinten sind Nahkampfwaffen, zum Beispiel. Und haben eine Reichweite von ungefähr 2 Metern höchstens. Scharfschützengewehre sind immer supermächtige One-Hit-Kill-Waffen. Dafür sind sie super langsam.
Und sobald eine Waffe irgendwie automatisch wird, macht sie weniger Schaden. Wenn irgendwie, sobald du an deine Pistole irgendwie eine Vollautomatik-Add-on-Dingens ranbaust, damit die schneller schießt, macht er für jede Kugel, obwohl es das gleiche Kaliber ist, obwohl die mit der gleichen Ladung weggeschossen wird, macht sie weniger Schaden. Was sonst wäre es unfair. Ist ja klar. Also aus Videospielsicht ist das ja wirklich klar. Aber es ist halt lustig, weil es macht halt nicht so ganz Sinn. Aber das sind halt Videospielregeln. Es könnte schon sein, dass die Hunde hier zufällig waren. Es könnte schon sein, dass die Hunde tatsächlich wandern, dass die Gegner durch die Welt wandern. Ich glaube nämlich, sowas habe ich gelesen und das klingt schon interessant, finde ich, oder? Dass sich die einfach durch die Welt bewegen und halt einfach dann da sind, wo sie sind, wenn ich da bin oder auch nicht oder so. Und das klingt echt nach einem sehr coolen Konzept, das mir echt gefällt, wenn die einfach so die Straßen und Wälder durchstreifen auf der Suche. Oh, wo wir gerade dabei sind. Ich habe irgendwie. Aha, da oben ist was. Das ist wieder so ein humanoider Jäger. Nee, das ist ein Hund. Oh, der lebt noch. Oh, das sah gerade cool aus. Habt ihr das gesehen? Meine Güte, warum war denn der so tough? Ich habe das Gefühl, wenn ich die Tanks auf ihrem Rücken treffe, ist das ziemlich gut. In Kampf eingetreten. Kampf gewonnen. Ah, bin ich schon wieder voll in den Kampf getreten. Widerlich. Ich hasse es, wenn das passiert. Sind das irgendwie unterschiedliche Hündchen? Weil der hat zu viel ausgehalten. Ist der größer oder so? Oder habe ich den nur blöd getroffen? Ich glaube, ich habe den nur blöd getroffen. Ich glaube, wenn ich halt hier einfach so die Metallteile treffe, ist das was anderes, wie wenn ich Motor oder Tank treffe. Ja, das ist cool. Das hat coole Mechaniken, coole Ideen, das Spiel. Und ich habe jetzt ein cooles Scharfschützengewehr. Ich sehe was. Na komm schon. Da gibt es eine sehr coole Broken Mirror-Folge über so Militär-KI-Maschinen, die die Welt übernehmen oder die Menschheit auslöschen, besser gesagt. Ich habe das Gefühl, das war's noch nicht. Ich habe da was gesehen. Ich habe gesehen, dass ich gesehen werde. Das ist auch, ne, wenn wir schon bei seltsamen Videospielregeln sind, das ist auch sowas, dass der Protagonist in so Spielen, in denen es eine Schleichmechanik gibt, quasi fühlen kann, wenn er gleich gesehen wird. Das ist irgendwie, das nimmt man so als selbstverständlich hin. Ne? Mir wird halt angezeigt, wenn mich wer sieht, klar. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist das so bescheuert. Unser Protagonist fühlt, wenn er beobachtet wird. Und den Beobachtern ist es noch gar nicht bewusst, dass sie gleich was sehen werden. Aber unser Protagonist weiß es schon vorher, dass er gleich entdeckt wird. Er hat das im Gefühl irgendwie. Das ist wirklich so bekloppt. Ich meine, ich habe zwar super viele Fallen und Waffen und Zeugs und könnte coole Sachen machen, aber ehrlich gesagt, wenn ich so ein krasses Snipergewehr habe, warum sollte ich dann noch Fallen bauen überhaupt? Habt ihr da mal drüber nachgedacht, lieber Entwickler, wenn ihr mir so mächtige Waffen gebt? Ich spiele auch auf leicht, muss ich dazu sagen, ne?
Aber wie gesagt, ich habe gelesen, dass der Schwierigkeitsgrad für einen Singleplayer sehr schlecht gebalanced ist. Deswegen habe ich das vor allem gemacht. Aber vielleicht wurde das ja, das ist ja das Blöde. Früher, damals, zu meiner Zeit, in der guten alten Zeit, als noch alles besser war, außer vielleicht die technologischen Mittel und die Krankenversorgung und die Kanalisation und überhaupt alles. Aber ansonsten war alles besser. Und damals konnte man sich noch auf Tests verlassen. Wenn damals irgendwo in dem Test stand, hey, das Spiel ist so und so, dann war das Spiel auch so und so. Aber heute liest man so einen Test und da steht, das Spiel ist so und so und dann spielt man das Spiel und dann merkt man, der Test ist ungefähr ein Jahr alt und das Spiel wurde seitdem so gepatcht, dass es quasi schon ganz anders ist. Aber der Test wurde nicht mehr gepatcht. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, dass man auch Tests nicht als abgeschlossene Werke betrachtet, sondern auch die irgendwie überarbeitet, immer wieder updated oder sowas. Ich sehe ein rotes Licht am Horizont. Das könnte aber auch nur Feuer vom Panzer sein. Aha, du bist kein Feuer vom Panzer. Wo muss ich eigentlich hin? Ich müsste eigentlich doch da nach vorne. Aber jetzt so die Holzfällerfabrik würde ich mir. Bin ich wirklich erst. Bin ich bis die Kirche quasi gleich da hinten noch? Ich hatte gerade das Gefühl, wir wären sonst irgendwo mitten in der Prärie, hunderte von Kilometer von der Kirche entfernt. Und da ist sie. Tja, das hat mich jetzt ganz schön verwirrt gerade. Gut, ich glaube, ich gehe zum Holzfällerhaus. Wie fit sind wir? Na, eine kleine Heilung könnten wir schon, so ein Snack oder zwei. Die heilen nicht sehr gut anscheinend, könnten wir schon brauchen. Alles nachladen, okay. Drei Schuss Schrotgewehr, wenn es sein muss. Viel, relativ viel Scharfschützengewehr. Und Pistole haben wir für immer quasi. Aber seid leise, Leute, bitte. Verratet mich nicht. Ich habe Angst vor den bösen Hündchenrobotern. Die sind gemein. Ich hätte gern so eine Metal Gear Solid 5 Gegner-Markiermechanik mit dem Fernglas. Das wird Sinn machen. Haha, auf den Popo geschossen. Oh, da ist noch was. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Hündchenbot war. Sah gefährlich aus. Oh mein Gott, das ist aber ein ganz schönes Rudel, mit dem ich es hier zu tun habe. Oh, das sind aber echt viele. Ich sehe da noch mehr rote Lichter im Wald. Ah, jetzt komm schon, Hündchen. Was das? Kampf beendet? Es scheint so. Ich erkunde mal mit der Schrotflinte ein bisschen weiter. Das war jetzt aber ein ganz schön wilder Haufen hier. Ein ganz schön wild wuseliger Wuschelhaufen. Ein Sammelgegenstand gibt es hier in der Hütte. Ein Semmelgegenstand wäre mir lieber.
Zumindest in Wirklichkeit. Wobei, ich sammle auch gerne. Nein, ich habe jetzt zum Beispiel aufgehört mit Amiibos sammeln. Ich habe jetzt damit aufgehört. Ich habe mich losgelöst. Wenn man erstmal anfängt, irgendwie sowas zu sammeln, ist das gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen aus der Sache. Weil man immer das Gefühl hat von, ich habe jetzt schon so viel, wenn ich jetzt aufhöre, ist alles, was ich jetzt schon an Geld ausgegeben habe, umsonst quasi. Es ist wirklich, das ist gar... Ah, ein Pferdchen. Das ist wirklich gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen. Traurigerweise. Aber ich habe jetzt offiziell damit aufgehört. Wenn es jetzt wirklich noch einige einzelne Amiibos gibt, die ich einfach wirklich schön oder cool finde, dann werde ich mir die holen. Aber ich will nicht mehr die ganze Smash Collection oder so vollständig haben. Ne, so, es gibt halt ein paar einzelne. So ein Mega Man oder ein Ryu aus Street Fighter. Die würde ich mir immer kaufen. Aber ich habe halt wirklich so viel hässliche Amiibos gekauft, die mich null interessieren. Nur wegen der Vollständigkeit. Halber. Diese ganzen nervigen Fire Emblem Charaktere. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Also ich fühle mich schlecht, wenn ich immer so negativ über die Fire Emblem Figuren rede, weil ich mag Fire Emblem. Ich habe ganz viele gespielt auf dem DS, auf dem Gamecube, auf der Wii, auf der Switch. Ich finde Fire Emblem super. Ich mag die Spiele super gerne. Ich finde das eine tolle Reihe und muss trotzdem dauernd drüber schimpfen, wie blöd das alles ist, nur weil Smash Brothers so unnötigerweise mit Smash Brothers Figuren vollgeladen wird. Mit Fire Emblem Figuren. Und eigentlich hätte ich ja nicht mal ein Problem damit. Die können ja machen, was die wollen. Aber wenn halt dafür dann andere Charaktere, die viel cooler werden, nicht in Smash vorkommen, dann ärgert mich das. Das ist wirklich traurig. Gerade bei dem letzten DLC, also wirklich, ne, da machen die extra so ein DLC-Paket mit lauter coolen, interessanten Charakteren, Third-Party-Figuren, mit denen man nicht gerechnet hat, irgendwie der Held aus Dragon Quest und was weiß ich, lauter wirklich interessante, coole Lizenzen, wo man sich denkt, so cool, vielleicht auch mal ein, zwei, wo man sich denkt, okay, damit kann ich persönlich jetzt nichts anfangen, aber trotzdem, wieder eine Lizenz, wieder ein Universum, es ist einfach cool. Wie sich das alles so entfaltet und bereichert wird dadurch. Und dann kommt irgendwie noch ein Dragon in einem Fire Emblem Charakter. Und dann denke ich mir halt so, ach, kommt schon. Muss das jetzt sein? Ihr hattet so einen guten Run an DLC-Figuren. Ich bin jetzt auch kein Fan von Min Min beispielsweise, dieser Arms-Kämpferin. Aber die ist wenigstens eine neue IP quasi. Das ist okay, finde ich. Ah, oh, ich will doch nur mein Rad. Ich weiß gar nicht, wie konnte das passieren, dass das da drunter rutscht so. Aber manchmal leuchtet ein bisschen... Ja, ja, da war's. Warte. Manchmal leuchtet es kurz auf. Ich glaube, ich könnte da drauf glitschen. Yes. Und kommen wir raus? Perfekt. Okay, gut. Puh. Durch die Macht des Glitches. Glitschigkeit kennt keine Grenzen. Boah. Stand auf dem Nummernschild. Deswegen habe ich boah gesagt. Nicht, weil das Auto hier so hängt. Ich meine, das hängt ja auch voll blöd und so. Wenn einem das passiert, das ist bitter, ne? Da kommt man ohne Anhänger, Abschleppseil, wollte ich sagen. Und anderem wahrscheinlich nicht mehr raus. Das steht so blöd hier mitten auf dem Boden. Kein Reifenkontakt mehr. Na, theoretisch, wenn hinten sich zwei Leute hier draufsetzen, dann könnte man vielleicht nochmal hier ein bisschen Grip kriegen und dann nochmal wenigstens nach vorne rollen und hoffen, dass man so dann wieder rauskommt. Aber ganz blöde Situation. Autos sind einfach nicht für Offroad gebaut. Also die meisten. Oh, ich kann Wheelie machen. Oh mein Gott, das ist das beste Spiel ever. Halt, stopp, ich sehe Lichter. Das Spiel ist cool, das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Ich habe das Gefühl, jetzt wo ich das so ein bisschen gespielt habe, mal so 2 Stunden drin bin, dass da viel Potenzial auch ein bisschen verloren geht. Ich hätte vielleicht auch wirklich einen höheren Schwierigkeitsgrad nehmen sollen, aber ich habe andererseits einen adaptiven Schwierigkeitsgrad eingestellt. Das sollte schon ein bisschen... sich anpassen. Oh oh, was ist denn das da?
Ein großer Tronicon Tron 2000. Leute, wir machen jetzt Schluss für heute. Beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.